Hallo und herzlich willkommen zurück zu Immortals Phoenix Rising. Ja, wir sind immer noch an der gleichen Stelle, wo wir in der letzten Folge aufgehört haben. Und ich hoffe immer noch, dass wir das irgendwie mal schaffen, das Ding hier vorne wegzukriegen. Also ich weiß nicht, ob wir es schaffen, hinten Bogen zu machen. Ansonsten muss ich es wirklich mit dem öfter mal versuchen, ob ich es nicht doch hinkriege. Weil es ist ja ein paar Mal wirklich knapp davor gewesen. Aber wir versuchen es jetzt erstmal auf die lange, harte Tour. Mal sehen, ob das irgendwie hilfreich ist. Aha. Perfekt. Sehr schön. Ich habe es zwar in der letzten Folge schon angedroht, dass ich das versuchen möchte, aber ehrlich gesagt wusste ich nicht, ob das jetzt wirklich klappt oder... Nein, du sollst springen. Oh, was macht die denn? Ob das jetzt wirklich klappt oder ob das nicht klappt? Ah. Ach, deswegen die Löcher im Boden, verstehe. Wo müssen wir den denn hinbringen? Kommen wir da überhaupt hin? Oder war da ein Loch dazwischen? Das erinnert mich an diese alten Kugelspiele. Achso, nee, da ist eine Treppe. Okay, gut, dann schaffen wir das. Na komm, geh schneller. Ja, noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück. Perfekt. Jetzt ist der frei. Bringt uns das jetzt irgendwas? Ah, die sind nicht mehr blockiert. Okay. Das macht die Sache dann aber nicht einfacher. Jetzt muss ich aber von da oben im Endeffekt schießen. Komme ich denn da überhaupt rein? Moment. Mal eben schauen. Weil eigentlich müsste ich ja jetzt quasi da durchgehen. Von der anderen Seite aus. Ich glaube, da war noch ein Loch. Oh, ich sehe gerade, hier ist jetzt auch Feuer. Das ist jetzt an. Das war vorher, glaube ich, nicht an, ne? Das war doch gesperrt sonst. Das ist auch zu. Also denke ich mal, dass man das wahrscheinlich hier drüber machen soll. Oder zumindest das eine hier drüber machen kann. Also, nee, wir können aber beide von hier aus machen. Sogar oben haben wir auch noch eine, sehe ich gerade. Perfekt. Ach nee, die ist gesperrt. Die ist auch noch gesperrt. Ich denke, die sind jetzt nicht mehr gesperrt. Die ist auch gesperrt, hä? Jetzt bewegen die sich unten wieder. Komisch. Ich dachte, dadurch haben wir jetzt was freigelegt. Was hatten wir denn jetzt hier? Die hatten wir doch schon mal drauf gedrückt, oder? Da kriegen wir jetzt auch eine Kugel. War da... Ach, da drin. Ah, ja, okay. Ach, dann... Nee, dann konnten wir nicht drauf drücken in der letzten Folge, weil das hier gesperrt war, glaube ich. Weil die Kugel noch nicht drauf lag. Das kann sein. Ja. Oh, da ist ein... Oh, da ist eine Truhe. Sehr schön. Moment, dann legen wir das erstmal da rein. Dürfen wir jetzt natürlich auch nicht loslassen, weil sonst knallt die uns wahrscheinlich hier weg. Aber die Truhe dürfen wir auf gar keinen Fall vergessen. So, die dürfte jetzt rollen.
Chris meint, er hätte mich im Griff. Aber ich komme jederzeit raus zum Spielen. Ha! Okay, also ich hoffe, dass jetzt damit die Dinger freigeschaltet sind. Dass ich da jetzt was mehr machen kann. Wir holen uns jetzt erstmal die Kiste hier in der Ecke. Ein Blitz. Sehr schön. Ich glaube nämlich, ich brauchte 5, um wieder was machen zu können. Achso, das war vorher auch zu. Ich wollte gerade schon sagen. Okay, die Kugel. Die Frage ist jetzt... Boah. Geht's noch? Die Frage ist jetzt, ist das jetzt da hinten entsperrt oder sind die jetzt immer noch gesperrt? Probieren wir es nochmal aus. Das geht auf jeden Fall nach links und rechts. Das sieht, ja, ist immer noch gesperrt, der auch. Der dann vermutlich auch da hinten. Ja. Komisch. Aber was ist denn jetzt in Gang gesetzt worden? Ich meine, hier müssen wir ja nichts mehr machen. Wenn ich das richtig gesehen habe, da haben wir ja alles abgeschossen und so, was wir brauchten. Ganz ehrlich, dann verstehe ich überhaupt nicht, wofür wir den Quatsch mit den Kugeln jetzt gemacht haben. Ich meine, ja, schön und gut, dass das jetzt hier offen ist, aber was bringt mir das jetzt? Nein, oder? Oh nein. Okay, das kann ich noch nicht. Oh, wollt ihr mich verarschen? Aber das geht nur für den, das geht nicht für die anderen. Die sind noch gesperrt, ne? Okay. Hurra, hurra, das Saatgut brennt. Du bist bald wieder du selbst, Aphrodite. Tja. Dass sich mal jemals einer so darüber freuen würde, wenn Pflanzen zerstört werden. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Okay. Das heißt theoretisch, dass wir jetzt wieder zurücklaufen können. Und weitermachen können, oder? Oder auch nicht, ich weiß es nicht. Es ist ja jetzt nur ein Teil da unten frei gemacht worden. Ich hoffe, dass wir jetzt dadurch an irgendein anderes Rätsel kommen, was wir noch lösen können. Sieht aber schon wieder gefährlich aus hier. Okay. Ich käme dran vorbei. Das Problem ist nur, bringt mir das jetzt was? Ich könnte hier hinten rumlaufen. Ich kann sogar hier rumlaufen, okay. Ah, Moment, da kann ich aber noch weiter. Da ist noch Feuer. Ernsthaft, Persephone. Das halbe Jahr über bei deiner Mutter zu leben, ist kein Wechsel der Jahreszeiten. Sie benutzt dich, wird erwachsen. Was ist das denn? Normalerweise würde ich jetzt sagen, ich könnte das jetzt aufheben und ach nee, Moment, L. Ah, okay, das war das. Kann man das irgendwie? Doch, kann man.
Bringt mir aber nichts, wenn ich jetzt da... Hallo, geh hoch. Bringt mir jetzt aber nichts, wenn ich da mit runterfalle. Wieso kann ich das nur zu mir hinziehen? Ah, perfekt, okay. Okay. Da ist jetzt wieder eine Kugel. Was gibt's denn da? Okay, also da ist eine Truhe. Wo muss die Kugel jetzt hin? Wahrscheinlich irgendwie hier dran vorbei. Ach, da hinten ist das Ding. Die Frage ist jetzt nur, können wir die damit denn irgendwie kaputt machen? Gar nicht mehr, wie das ging. Ich kann die irgendwie nur ziehen momentan. Ich kann sie nicht so wirklich steuern. Ist da ein Loch? Nee, ne? Oh. Nein. So kommt hier nicht mehr hoch. Geh hoch, los. Ah. Das ist aber echt blöd mit dem Ziehen. Nein. Oh, sag mal. War. Okay, das hat zumindest schon mal geklappt. So, das. Und die muss ich hier rüberziehen. Ein bisschen tricky hier. Ich meine, man konnte die mal einigermaßen steuern, aber irgendwie funktioniert das nicht wirklich. Oh, jetzt. Okay, dann kommt da wieder eine neue hin, aber der restliche Teil ist immer noch vergiftet. Da ist das Blaues. Das heißt, wir müssen die wahrscheinlich hier rumbringen. Da mit dem Loch aufpassen. Genau. Und dann da. Okay. Wobei. Da die ja so blöd zu handeln ist, muss ich die erstmal. So. Zu mir. Nicht durch das Loch fallen. Nicht durch das Loch fallen. Noch ein Stückchen. Nein, wieso funktioniert das nicht? Ah! Hä? Nein! Wieso macht die nicht kaputt? Natürlich ist sie jetzt weg. Ich verstehe es nicht. Wieso macht die nicht kaputt? Vorher haben wir jetzt hier auch noch keins bekommen, ne? Die Frage ist, könnten wir von woanders Feuer holen? Das einfach austricksen, sozusagen. Ja, aber
wieso funktionierte die Kugel jetzt nicht? Das verstehe ich jetzt irgendwie gar nicht. Das sind zwei Feuerbälle. Oder muss ich die erstmal da ranziehen? Muss ich die da irgendwie ins Feuer reinmachen? Das habe ich bei den anderen zumindest nicht bewusst gemacht. Sagen wir es mal so. Ah, ja, anscheinend ja. Okay. Hier und komm vorsichtig mit. Oh, wenn das jetzt so wie eben ist, ist es noch okay. Oder muss ich auch wirklich liegen bleiben? Ah, komm schon. Ja, komm, komm. Oh, Gott. Okay, also. Fakt ist, ich muss die vorher an diese Dinger, also über diese Feuerdinger rüberziehen. Das wusste ich jetzt natürlich nicht. Ah, geht das von alleine? Perfekt. So, jetzt haben wir da hinten was zum Schießen. Ach so, hier kann man sich draufstellen, okay. So. Okay. Und gütiger, heilige Feuersbrunst. Das war der letzte Sang. Dann verhelfen wir Aphrodite zu ihrem freigeistigen Ich zurück. Eieiei. Das war jetzt kein schweres Spiel in dem Sinne, auch wenn er jetzt steht, Stufe schwer. Aber ich muss... Ach, Moment, da war doch noch... ist das Gift denn jetzt weg? Da war doch noch eine Truhe, die darf ich nicht vergessen. Da unten. Ja, das Gift ist weg, aber da ist noch ein Loch. Okay, super. Und Ambrosia dabei. Geil. Okay. So, dann können wir jetzt hier den Weg zurück. Und theoretisch den Arm da hoch. Ne? Hier unten ist zwar auch offen, aber das bringt uns nicht viel. Kann ich da jetzt so hochklettern? Das ist jetzt die Frage. Also ich hoffe jetzt, dass da keine Schatzkisten oder irgendwas sind, die wir jetzt hier quasi übersehen. Bei meinem Glück können wir da nicht hochklettern, ne? Ja, natürlich nicht. Okay, wäre ja auch zu schön gewesen, wenn man dann einfach den Weg ein bisschen abkürzen könnte. Aber gut, da müssen wir, keine Ahnung warum. Entweder können wir jetzt nochmal komplett nach links, dann kämen wir da hoch. Oder wir können da hoch. Das muss ich jetzt mal gucken. So. Ich glaube, da kann man... Oder? Ach, da ist eine Treppe. Ah, okay. Aber den da oben... Obwohl. Als könnte ich jemals jemanden wie Hephaistos lieben. Ich meine, allein sein Gesicht könnte ganze Flotten versinken. Und untenrum. Oh,
Sagen wir, da herrscht auch eher Flaute. Ich wollte Aphrodite nicht so unter Druck setzen. Manchmal glauben wir, wir handeln aus Liebe. Dabei versuchen wir nur, unsere eigenen Wünsche durch andere zu erfüllen. Willst du sagen, ich wünsche mir eigentlich jemanden, der mich beschützt? Nicht wirklich, nur... Oh ja, das stimmt. Ich muss immer für alle stark sein und niemand kümmert sich um mich. Es ist so schwer, Prometheus. Ich würde dich umarmen, aber ich bin angekettet. Oh, schwerer Gegner voraus. Das hört sich irgendwie nicht gut an. Eieieiei, oh Gott. Oje. Oh. Oh, was war das? Komm schon. Zeus war so angefangen von mir, dass mich an den besten Bewerber verheiratet hat. Ich hab das Beste verdient als Hephaistos. Das stimmt nicht. Er hat mich quasi gezwungen. Was beeindruckend war, da dachte ich, der Typ ist Schwiegersohnmaterial. Aber er war doch schon dein Sohn. Das war das eine Mal, dass man es ihm angedacht hat. Oh, wo ist die? Nein! Ist das nicht mein Problem? Ich muss gesehen werden! Ich bin die schönste aller Göttinnen! Der Apfel der Zwietracht hat das bewiesen! Komm schon! Wenn ich mich da jetzt runtergekickt hätte, das wäre jetzt echt scheiße gewesen. Okay. Ich schau mal eben nach, aber ich denke mal nicht, dass jetzt hier irgendwas sein wird, was wir mitnehmen können. Aber man weiß ja nie, es kann natürlich immer mal sein, dass irgendwo eine Truhe ist. Sieht da oben so einladend aus irgendwie. Ah, da ist irgendwie... Oh, was haben wir hier? Eine Materie oder sowas, glaube ich, drauf. Naja, gut, aber das hat jetzt nichts damit zu tun. Wir müssen da oben hin. Ach, mein Lieblingsding hier. Ein leichter Parfumhauch wehte vorbei. Dieser Geruch. Als hätte man Verlegenheit, Macht und Angst zusammengemischt. Unbeeindruckt von den Gedanken der Eifersucht, die im Gewölbe widerhallten, war Phönix entschlossen, Aphrodite mit ihrer Essenz zu vereinen. Ja, das werden wir jetzt auch tun. Ich weiß jetzt wohl nicht, ich glaube, die hat gesagt, die ist in der Halle der Götter, ne? Da reisen wir mal eben schnell hin. Du erfüllst diese staubige alte Halle mit Leben, Aphrodite. Mit pflanzlichem Leben. Aber ach, da oben. Wenn ich mich schüttle, sieht man manchmal Eichhörnchen. Und in einem meiner Äste ist ein Nest. Was? Lebender Vögel. Okay.
Okay, wir machen jetzt hier erstmal noch eine Verbesserung. Das haben wir uns verdient. Willst du was kaufen? Ich hätte da was. Ja, Moment. Ich muss erstmal gucken. So, Ausdauer. Können wir hier was verbessern? Ja, perfekt. So, hier weiß ich schon gar nicht mehr, was das war. Ach so, die. Oh, 14 haben wir. Okay. Ja, die göttlichen Kräfte, die ich schon bekommen habe, habe ich irgendwie noch nicht so wirklich freigeschaltet. Das hatte ich freigeschaltet und das hatte ich freigeschaltet. Ich muss es mir echt mal aufschreiben, wann ich wie was machen kann, weil das... Ganz ehrlich, ich vergesse das. Das sind so viele Kombinationen. Pfeil. Apollons Pfeil. Lässt sich die Geschwindigkeit von Apollons Pfeil steuern? Ah, das wäre auch nicht schlecht. Brauche ich allerdings 8 Stück für. Um auf Gegner zuzuspringen, das wäre natürlich auch nicht schlecht. Gerade wenn ich wieder so Fluggegner hätte. Sind auch 8, ja. Fehlen mir dann wieder 2. Hm. Den Pfeil oder das Springen. Also normalerweise ohne Springen sind wir bisher ganz gut zurechtgekommen. Aber ich merke, das mit dem Pfeil ist eigentlich schon ganz gut, wenn wir den vielleicht ein bisschen langsamer machen können. Ich denke mal, ich werde es einfach mal ausprobieren. Und hoffe dann, dass wir die 2 Punkte auch noch bekommen werden. So, da wollen wir nicht hin zum Friseur. Da wollen wir noch mal kurz was abgeben. Ich hoffe, das können wir noch machen, bevor wir mit ihr sprechen. Plündere optionale Truhen in den Gewölben. Sehr schön. Dann haben wir da auch wieder was. Zähme die Tierrassen. Oh Gott, 1 von 10 steht da. Achso, 2 von 10 erledigt. Okay, ihr Sperrblich mögt also Schätze. Nicht, dass ich darüber stehen würde, aber, ich stehe nicht darüber. Hole mir alle Schätze. Ja, mache ich mal. Okay, also eine Truhe müsste ich dann noch öffnen, okay. Und da müsste ich dann noch ein Gewölbe mehr abschließen, wenn ich das richtig sehe. Besiege die Soldaten des Todes. Okay. Das sind wahrscheinlich dann hier die Geistdinger. Gestutzte Flügel. Okay. Keine Ahnung, ich verfolge das jetzt mal. Ah. Neue Optik habe ich drin. Okay. Gut, dann gehen wir hier auch nochmal schnell hin. Guck nochmal wegen den Getränken. Da haben wir alle Maximum. So. Maximum an Heiltrank würde 12 kosten. Wir haben aber nur 10. Das ist der Verteidigungstrank, Angriffstrank, Ausdauertrank. Könnte ich 6 nochmal nehmen, um den zu verbessern? Füllt bei Treffer 5% eines Gesundheitsfeldes auf. Das wäre natürlich auch nicht schlecht. Schaden wird auf 40 erhöht, haben wir schon. Den haben wir noch nicht. Ah ne, den können wir uns nicht leisten. Hm. Ja gut, mit Ausdauer haben wir im Moment eigentlich keine Probleme gehabt.
würde mal sagen, ich nehme das jetzt erstmal. Wobei, das waren jetzt auch nur 6, ne? Dann nehmen wir das noch zusätzlich. So, dann haben wir hier auch nochmal eine Verbesserung. So, können wir da noch irgendwas machen? Das wäre da noch das Letzte. Die Trankverbesserung können wir noch machen. Da brauchen wir die gelben für und da braucht man was anderes, ne? Genau. Trank oder Pfeile? Naja, gut. Ich hätte gern mehr Pfeile, das stimmt schon, aber ich mache jetzt einmal die Trankverbesserung. Beim nächsten Mal mache ich dann definitiv die Pfeile. Gut, die Schwerter brauche ich nicht, weil ich eh keine Schwerter benutze, also werde ich da noch ein bisschen sparen auf die Äxte. So, dann komm schon. Nee, das war das gar nicht. Das war auf der anderen Seite. So, stellen wir da nochmal eben Maximum her. Man weiß ja nie, wofür man das alles gebrauchen kann. Bisschen kürzer hätte es auch getan. So, dann noch schnell mit dir sprechen. Ich wusste, ich kann deine Essenz zurückholen. Daran hatte ich keinen Zweifel. Aber denkst du jetzt anders über mich, wo du meine dunkle Seite kennst? Keineswegs. Ich freue mich, dein echtes Ich kennenzulernen. Und im Ernst, Hermes Frisur ist wirklich komisch. Bitte, was? Oh gut. Dann bin ich bereit. Mögen deine Leidenschaft und Liebe für immer grenzenlos sein. Erhebe dich, goldene Göttin Aphrodite. Sprachlos? Ha, verstehe ich. Unfassbar, dass du mich erst überzeugen musstest, diese Gestalt wieder anzunehmen. Oh, ohne dich hätte ich auf ewig die Fähigkeit verloren, mich selbst zu lieben. Tja, die habe ich dir schon vor langer Zeit gestohlen. Offensichtlich. Du hast dich viel zu lange nur mit dir beschäftigt. Vielleicht solltest du mal diese Toga waschen. Ach, willkommen zurück. Phoenix, bitte nimm meinen letzten Segen zum Dank. Aphrodites Verzückung. Bereit, Typhon zu besiegen? Ich brenne darauf, dieses scheußliche Monster zu erledigen, das meine Schönheit gestohlen hat. Zuvor brauche ich aber noch einmal deine Hilfe. Was kann ich tun? Typhon brachte 4 mystische Kreaturen mit sich aus dem Tartarus. Sie peinigen für ihn die Wesen der Goldinsel. Ich wäre dir dankbar, wenn du sie im Kampf besiegen und damit ihre Herrschaft beenden würdest. Eigentlich wäre es mir egal, aber ich fürchte, ich bin weich geworden. Ich kümmere mich darum. Natürlich wirst du das. Zu viele Elektra, die dir die Taschen schwer machen? Okay, damit haben wir dann unsere Haut gerettet, wollte ich gerade sagen. Damit haben wir dann auch die Aphrodite-Quest vollkommen erledigt und wieder eine neue Quest bekommen. Und naja, sie ist nicht ganz so, wie ich sie mir vorgestellt hatte, aber sie sieht doch irgendwie sehr göttlich aus.
Ja, ich verabschiede mich dann erstmal für diese Folge und ich hoffe, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao.